Wenn wir das Wort Chronik hören, denken wir an die großen Geschichtswerke des Mittelalters. An Papst, Kaiser, Kloster oder Städtechroniken. Ja, sogar an Weltchroniken wagte man sich damals noch heran. Das ganze Leben einer bedeutenden Persönlichkeit, die ganze Geschichte eines Ortes, einer Zeit, sollte darin festgehalten werden. Doch eins hatte in diesen Chroniken keinen Platz. Das Persönliche, das Subjektive, das Gefühl. Genau das aber interessiert den Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge. Er hat eine über 2000 Seiten umfassende Chronik der Gefühle geschrieben, in der er festzuhalten versucht, was die Menschen des 20. Jahrhunderts nebst allen Kriegen, Umstürzen und Neuanfängen im Innersten bewegte. Alexander Kluge ist heute zu Gast bei Clara Obermüller. Herr Kluge, was eigentlich unterscheidet eine Chronik der Gefühle oder Ihre Chronik der Gefühle von einer Chronik der herkömmlichen Art? Es ist eine Chronik, die parteilich ist. Und zwar parteilich für die subjektive Seite, die persönliche, die Gefühlsseite der Menschen. Sentimental ist das nicht gemeint. Aber es beschäftigt sich damit, wie diese Gefühle reagieren. Und sie reagieren nie zeitlich genau auf das, was geschieht. Was heißt das? Nehmen Sie mal an Ihr Bühnenbild hier. Ja? Das, was Sie hier sehen, das ist ja wohl das ptolemäische Weltbild, ja, das die Naturwissenschaft uns gelehrt hat, dass es nicht gilt. Und dennoch glaube ich, dass wir so leben. Wir leben in unseren Gehäusen, den Lebensläufen, wir leben in unserem persönlichen Ansichten. Ich will es an einem Beispiel sagen. 1945 war ich 13 Jahre alt und meine Heimatstadt Halberstadt wurde bombardiert. Binnen 20 Minuten war sie zerstört und brannte. Wir saßen im Keller mit meinem Vater, meiner Schwester und natürlich fühlten wir uns hilflos. Natürlich wussten wir, das ist ein Bombenangriff und der geht ans Leben. Gleichzeitig denke ich aber, als ich damals da lag am Boden, ein Schutzengel beschützt mich. Ich bin nicht gemeint. Und ich hatte eine ganz andere Sorge, obwohl ich Angst hatte, nämlich, dass ich nachmittags nicht zur Klavierstunde komme. Dass man am nächsten Tag den Schulkameraden diese Ereignisse, die doch öffentlich, ist ja was los, ja, berichtenswert sind, dass man die berichten konnte. Ich war sehr enttäuscht, dass die Schule nicht stattfand. Das heißt, lauter unangemessene Reaktionen, die das Gefühl auf die Ereignisse gibt. Und 30 Jahre später habe ich innerlich eine Notwendigkeit empfunden, das niederzuschreiben und habe die Geschichte Luftangriff auf Halberstadt beschrieben. Sie merken, wie langfristig Gefühle reagieren. Sie reagieren sehr viel zuverlässiger als das meiste, was objektive Zeitenchronik bildet. Und trotzdem interessiert sich die herkömmliche Geschichtsschreibung überhaupt nicht für solche Dinge. Währenddem Sie jetzt, ja nicht nur in Ihrem persönlichen Fall jetzt eben Luftangriff auf Halberstadt, was Sie selbst erlebt haben, sondern auch bei Geschichten, die Sie gefunden oder erfunden haben, schauen Sie auf diese Seite der Wirklichkeit. Das haben natürlich die Autoren, also die Bücher, Geschichten geschrieben haben, immer getan. Also es gibt sozusagen Wissenschaft und das Denken. Es gibt die Musik auf der ganz anderen Seite, dass man singt. Und dazwischen gibt es das Erzählen. Unsere Vorfahren, die Kelten, ja, waren ganz große Erzähler. Und der Ovid hat genauso wie Montaigne, der das in Essays verkleidet, also in Gedanken verkleidet, bis zu Musil hin. Ja, die schreiben alle, die arbeiten alle an einer Chronik. Und es ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für das, was die Romane immer schon taten. Sie beschreiben von der Partei der Menschen her. Ja. Also der Begriff Einfühlung spielt ja bei Ihnen eine große Rolle. Also Sie versuchen sich auch hinein zu versetzen, auch in fremde Figuren, jetzt nicht nur in Ihrem eigenen Fall. Nochmal zu den Gefühlen. Sie nennen sie einmal die wahren Einwohner der Lebensläufe oder an einer anderen Stelle sagen Sie, Sie seien die Partisanen im Krieg der Rationalitäten. Also Sie haben eine ungeheure Wertschätzung auch für die Gefühle, was eher ungewöhnlich ist. In der westlichen Denktradition gelten Gefühle als das Unberechenbare, etwas nicht so ganz Verlässliche. Also da gibt es die Ratio und die bringt es. Das ist bei Ihnen genau umgekehrt. Woher nehmen Sie diese Wertschätzung? Aus der Beobachtung. Ich meine, alle vertrauenswürdigen Autoren machen da dasselbe, was ich tue. Ja. Nehmen Sie mal unser Zwerchfell. Das hat ja ein Unterscheidungsvermögen. Worüber kann ich lachen, worüber kann ich nicht lachen?
Und das ist ein aufsässiges Organ. Als wir den aufrechten Gang lernten, wurden sozusagen die Verdauungstrakte und das Geschlechtliche nach unten gedrückt und der Geist, der Atem, der Pneuma, ja, nicht, wenn Sie so wollen, auch das Spinnen, ja, wurde nach oben gedrückt. Und dazwischen blieb eine Muskulatur übrig und die ist durch keine Obrigkeit zu beherrschen. Mitten in der Kirche, mitten in der Schule, ja, fängt das Zwerchfell an zu arbeiten. Es ist aufsässig. Ja. Das ist hier eine mittlere Instanz. Und so fesselt mich ein Satz von Robert Musil, dass das Lachen älter ist als die Sprache. Ja. So alt ist wie der Gesang. Das heißt also, eine alte Formation. Und jetzt nehmen Sie das Ohr. Da ist das Gleichgewichtsorgan drin, auch beim aufrechten Gang mit entstanden. Und unsere Fähigkeit, Musik zu hören, zu unterscheiden. Das Ohr kann ein 500stel pro Sekunde Unterschiede unterscheiden. Das Auge ist sehr viel träger. Das kann nur 16 Unterscheidungen in der Sekunde machen. Sonst sieht es Kino, sonst sieht es Film. Sie merken, dass wir eine Fülle von Eigenschaften in uns tragen. Wir sind Lebewesen, die 4,2 Milliarden Jahre auf diesem blauen Planeten brauchten, um sich zu entwickeln. Und wir sind sozusagen Träger einer Schatzkiste. Und das ist das Subjektive. Das sind die Gefühle. Gefühle sind Unterscheidungsvermögen. Älter als die Sprache, sagten Sie vorhin. Das würde auch heißen, älter als der Verstand. Das können Sie wohl sagen. Ja, der Verstand hängt von dem Diskurs. Physiologisch ist das, glaube ich, heute sogar erwiesen, nicht? Also was eigentlich die Weisheit der Dichter schon länger wusste. Man muss so hohe Achtung haben vor der Komplexität, nicht nur von uns, sondern von dieser ganzen Biosphäre, ja, die so lange brauchte, um sich zu entfalten. Und da hat Herder eine sehr schöne Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, es gibt Lebewesen, Säugetiere, die länger brauchen im Mutterleib und dann nach der Geburt, ja, um sich zu entwickeln, um Erwachsene zu werden. Gehören zum Beispiel, wir auch dazu. Da sind wir sogar an der Spitze, ja, zusammen mit den Elefanten und sogar auch manchen Schildkröten, die dann nicht Säugetiere wären. Das gibt eine Hochachtung. Was so viel zur Entwicklung brauchte, lässt sich nicht leicht modeln. Und da der Mensch äußerlich ja sehr schnell gemodelt werden kann, ein Fünfjahresplan im Dritten Reich, ja, unter Hitler, ja, da scheint es so, als ob Industrien sich wandeln, als ob Menschen sich wandeln, als könnte man Menschen schmieden. Und dies kann man ganz zweifellos nicht. Und alle vertrauenswürdigen Autoren in der Literatur beharren auf dieser Besonderheit. Würden Sie sagen, dass der Grund, weswegen dieser ganze Bereich in der herkömmlichen Geschichtsschreibung ausgeklammert ist, also diese gewissermaßen zweite Realität hinter der Realität der Ereignisse, auch mit einem gewissen Misstrauen gegenüber diesem nicht formbaren oder nicht eben modelbaren begründet ist? Ich glaube, da haben Sie recht. Ja? Und alle Autoren, die sozusagen aufsässig sind von sich aus, ja, die nicht die Macht fördern, also zum Beispiel Tacitus, ja, und viele andere Geschichtsschreiber, die tun das ja, dass sie die persönlichen Eigenschaften, die Verfallserscheinungen der Macht immer wieder beschreiben. Keine Macht hält sich. Die Verfallserscheinung der Macht. Das macht Freude. Mhm. Ja, dass also Macht sich zwar einbildet, sie könne allmächtig werden, dass sie das aber niemals kann. Und zwar, der Stolperdraht ist einfach die Komplexität der Menschen. Das, was man daran nicht beherrschen kann. Und das macht Freude. Und auf dieser Linie, ja, liegt die Genusswirkung der Literatur. Also ist eigentlich alles, was Sie jetzt sagen, eine Beschreibung des Subversiven. Wobei ich sagen würde, das ist nicht eine subversive Absicht, sondern das, was der Mensch ist, von der Zelle bis zu seinem Gehirn, ja, ist subversiv angelegt. Das ist ungehorsam. Nun hat diese Chronik auch einen Chronisten. Und Sie sagen einmal, das Urbild des Chronisten sei für Sie der Hieronymus im Gehäus. Also dieser frühchristliche Mönch, der im Mittelalter immer dargestellt wurde in einer engen Klause bei Dürer, so in einem ganz engen, hölzernen eben Gehäuse. In einem Kokon, also in beschützt. Einem Kokon, meistens noch mit einem Löwen zu Füßen. Und der jetzt da also ganz abgeschirmt, ganz für sich alleine sitzt und über die Welt nachdenkt, die Welt beschreibt. Texte rezipiert und weitergibt. Wer ist dieser Hieronymus? Was ist das heute für ein Mensch? Ich glaube, dass es in jedem Menschen es so einen Sender oder Funker gibt.
der etwas von den Vorfahren übernimmt, man kann es auch unbewusst tun, und weitergibt an die Kinder. Und dieser Transfer von Erfahrung ist das Wertvollste, was es in den Menschen gibt. Dazu brauchen wir Sprache und dafür brauchen wir eigentlich Bücher, also konzentrierte Sprache. Und wer das verwaltet, wer damit zu tun hat, der ist Hieronymus im Gehäuse. Aber man darf nicht denken, das ist ein Spezialist. Das nicht, aber er ist einer, der nicht im Getümmel mittendrin ist. Ja, er ist ein Stück außerhalb der Welt. Ja? Von derselben Neugierde bewegt, wie dieser Mensch hier, den Sie in Ihrem Bild hier haben, ja? Der gucken will, was ist außerhalb dieses schönen Oikos, in dem es warm und so ist, wie es Menschen gebrauchen können. Und draußen ist es ja kalt. Ja? Es ist entweder zu heiß oder zu kalt, wenn ich in den Galaxien mich bewege. Ist das ganz unmenschlich. Ja? Und dennoch treibt die Neugierde uns dorthin. Und sie treibt uns auch, so wie es hier nach außen die Neugierde treibt, nach innen. Ja? Dass man da forscht. Und ich glaube, dass man, wenn der Mensch in sich hineinsieht, er nicht zu viel erkennen kann. Denn wir haben das Organ gar nicht für die Introspektion. Aber wenn wir Bücher haben, ja, dann haben wir die rechten Spiegel. Ja? Nicht in den Spiegel gucken. Das macht die Königin in Schneewittchen. Das ist die schönste im ganzen Land, ja. Das ist eigentlich sozusagen etwas, was... wenn ich sagen darf, nicht gottgefällig ist. Ja? Denn ich soll mir von Gott kein Bild machen und ich soll mir nicht zu viel Bilder von Gottes Geschöpfen machen. Ja? Die werden dadurch nicht besser. Aber wenn sie tradieren, wenn sie Netze bilden, wenn sie das tun, was die Spinne Arachne tut, ja? Nämlich sich breite Füße machen, ja? Dann können sie etwas von dem wirklichen Verhältnis, von Erfahrung der Generationen einfangen. Und das tut Hieronymus. Und Sie meinen, er kann es in dieser Abgeschiedenheit, in der er ja steckt, besser aus der Distanz, besser als all die, die so mittendrin sind, über die Sie ja dann schreiben. Sie schreiben ja dann über die, die eben nicht im Gehäuse sind, sondern die mittendrin im Gewühl sind und sich manchmal und nicht mehr auskennen und nicht wissen, wo es lang geht und was eigentlich aus ihnen werden soll und so. Vielleicht ist Hieronymus inzwischen zerstreut. Das heißt, sie sitzen in einer Sitzung, ja? Streitige Gespräche, sie verhandeln, ja? Und plötzlich sind sie einen Moment bei sich. Sie warten ungeduldig am Flughafen, alle Flugzeuge haben Verspätung und plötzlich sind sie eine Sekunde bei sich. Das ist Hieronymus. Und dazu ist es natürlich gut, wenn man kleine Bücher mit sich tragen könnte. Und wir tragen ja ein Buch in uns. Jede Zelle von uns, ja, ist ein Stück Buch. Ja? Ein Stück Erinnerung. Erinnerung, da ist das Leben drin geschrieben. Ja. Die Texte dieses eben über 2000 Seiten umfassenden Opus Magnum, kann man schon sagen, oder fast einer Summa ihrer bisherigen Arbeiten, enthält ungefähr zur Hälfte ältere Texte, die Sie wieder aufgenommen und eingefügt haben, und zur anderen Hälfte neu geschrieben in den letzten ungefähr 10 Jahren entstandene. Können Sie etwas sagen zum Verhältnis, wie sich die Neuen zu den Alten oder die Alten zu den neuen Texten verhalten oder wie die sich miteinander vertragen oder Zwiesprache halten, was weiß ich? Also ein Thema, das mich dauernd interessiert, ist, wie wirkt der Lebenslauf eines Menschen zu dem, was Lebensläufe zerbricht? Also der Zeitgeschichte beispielsweise, die ja manchmal so eingreift wie 1945 oder 1989, ja, oder 1914. Die Schweiz ist ja ein glückliches Land darin, ja, dass sie diese Kriege nicht hatte. Wobei, ja? Wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, ob es wirklich immer nur ein Glück ist. Ich würde da nicht zweifeln, ja. Dass das also zunächst einmal ein glücklicher Zustand ist. Und Johann von der Flühe, ja, der diesen Zustand, nämlich starke Hand nach innen und liberale Hand und Neutralität nach außen. Das ist das Wesen der Kantonalverfassung. Ja, das hat meine höchste Verehrung. Ja. Ja. Aber ich möchte mir das nochmal so sagen, dass die Lebensläufe, die ich 1962 geschrieben habe, die befassen sich mit 1945 und dem Bruch und dem Neuanstoß, ja, der von so einem Ende eines großen Reiches ausgeht. Wobei ich sagen muss, dass natürlich bei mir auch eine Freude darüber
besteht und neue Perspektiven kommen. Wir sind zum ersten Mal transatlantisch geworden danach. Aber das ist ja das Furchtbare an der Zerstörung, also dass sie auch gleichzeitig eben Platz schafft. Deswegen meinte ich vorhin, ob es nur ein Glück sei. Ich meine, es ist nicht zynisch, aber es macht Platz für etwas Neues. Wenn Sie den Satz meinen von Schumpeter, schöpferische Zerstörung, den hat er ja etwas Zynisches und etwas Wahres. Ja. Ich glaube aber, dass wenn man dieses Neue, ja, den Anschluss an neue Zeiten lernt, als ein konservatives Land, das nicht durch Kriege lernt, dass vielleicht der Lernprozess besser ist, gediegener, vielleicht maßvoller. Etwas länger dauernd. Das macht ja nichts. Und wir haben ja Zeit. Jetzt nehmen Sie weiter, dass 1989 nochmal sich eine Wende ergibt in unserem Land. Sehr viel positiver, ja? Sehr viel weniger zerstörerisch, aber auch zerstörerisch. Und dass das doch den ganzen Osten ergreift, sodass ein Lebenslauf in Odessa, ja, die ganze Perspektive des Westens, ja, also des wilden Westens, wenn Sie so wollen, nicht, vor sich hat, dann öffnen sich die Lebensläufe. Und das war das Motiv, warum ich jetzt wieder angefangen habe zu schreiben. Eben, Sie haben 89 ist ein Stichdatum, wo Sie nach langer Zeit, wo Sie nicht geschrieben haben, wo Sie Filme gemacht haben, zurückgekehrt sind zu diesem Sehen Sie, wenn Sie die Raketenkrise haben, das heißt also ein Drohpotenzial beider Supermächte, ja, bedroht eigentlich die Zukunft. Und wenn Sie als Autor haben Sie ja, fühlen Sie sich ja ein, auch in die Zeitverhältnisse, und Sie sehen, diese Zeit kann ganz rasch beendet werden. Nicht? Ein Fehler auf einer der beiden Seiten und schon haben wir eine Katastrophe. Da neigt man nicht, sich auszumalen, wie Lebensläufe der Zukunft gehen. Da möchte man ja fast also seine Kinder nur noch beschützen. Und das ist nach 91 für eine bestimmte Zeit anders geworden. Die Horizonte haben sich in die Ferne gerückt. Sie sind weiter geworden. Ich halte unsere Welt nicht für weniger gefährlich. Ja? Insbesondere wenn ich jetzt an amerikanische Präsidenten denke, ja, die doch sozusagen schon wieder nachdenken, wie kann ich rüsten. Aber auf der anderen Seite, von den subjektiven Seiten her, von dem, wie ein Mensch seinen Lebensentwurf sich vorstellt, da haben wir eine offene Zeit. Und das machte mir Lust zu schreiben. Und in beiden Fällen, 1962, als ich anfing, und heute, ja, ich schreibe ja weiter, habe ich richtig Lust, offene Lebensläufe, Auswege zu beschreiben. Die haben wir. Die Erzählmethode scheint mir nicht sehr stark verschieden zu sein, wenn man die Älteren mit den Gar heutigen Texten vergleicht. Sie erzählen immer noch ganz kurze Geschichten. Manche sind nur ungefähr so lang. Manche gehen über viele Seiten hinweg. Sie erzählen, Sie haben es schon gesagt, Lebensläufe. Sie erzählen aber auch Begebenheiten, Anekdoten könnte man sagen, im kleinsten Sinne, da hört man Kleist immer ein bisschen mit, in manchen ihrer, vor allem dieser lakonischen Texte, die dann, also mir ist es beim Lesen so ergangen, eigentlich erst mit der Zeit sich zu einem komplexen Ganzen fühlen und wie in meinem Kopf erst zu einem Buch werden im Verlauf der Lektüre. Was reizt Sie an dieser Methode? Das ist ja eine normale Methode des Vernetzens. Die habe ich ja nicht erfunden. Ja? Also wenn Sie große Vorbilder nehmen. Nicht erfunden, aber gewählt. Gewählt. Aber wenn Sie die Metamorphosen von Ovid nehmen, ich will mich nicht mit Ovid vergleichen, das ist ein großer Meister, aber man orientiert sich ja an Sternen. Und er strickt genauso Netze. Ja? Das heißt, das sind Variationsketten. Die haben denselben Subtext. Es ist eigentlich egal, welche Geschichte ich erzähle. Ja? Es ist eigentlich immer ein Netz, an dem ich fleißig stricke. Ja? Und ich bin da auch nicht selber tätig, sondern ich nehme meinetwegen etwas, was mich fasziniert, Anna Karenina von Tolstoi. Mir tut aber auf Dauer leid, dass diese schöne Frau stirbt. Und jetzt suche ich so lange, bis ich die Person finde in dem Roman, ja? Also inmitten von Tolstoi, die diese Frau hätte retten können. Das ist ihr kleiner Junge. Und dieser kleine Perspektivwechsel macht die Geschichte neu und kürzbar. Das ist jetzt bei mir anderthalb Seiten lang, aber mit glücklichem Ausgang versehen. Ohne, dass ich die objektiven tragischen Bedingungen, unter denen Menschen leben, fälsche. Ja, wie kann ich also ohne zu fälschen die Bilanz ändern? Ja. Gut, das ist das eine. Und das andere, es hat ja auch etwas vom, Sie nennen mal das Poetische einen Einsammelvorgang. Oder Sie sprechen von der Schönheit der Fragmente. Aber all diese Fragmente zusammen geben ja wieder so etwas wie eine Totalität.
nur mit anderen Mitteln. Steht dahinter auch die Einsicht, dass man vielleicht unserer so wahnsinnig komplex gewordenen Zeit auch nur noch über dieses Fragmentarische, über die Konstruktion des Fragmentarischen beikommen kann? Ich bin ganz sicher. Und man muss sich nicht fürchten vor den Fragmenten. Sehen Sie, unser schöner Planet, auf dem wir leben und der eine feste Erdkruste zu haben scheint, ja, bestand ja mal aus Fragmenten. Im Asteroidengürtel können Sie sich noch sehen, nicht? Da laufen sie nebeneinander. Und wenn sie sich verdichten, ergeben sie einen Stern, einen Planeten. Und so sind wir. Was meinen Sie, was wir in uns an früheren Bakterien aus den Urmeeren mit uns tragen? Ja, die Mitochondrien, ja, sind mitten in unserer Zelle, ja, ein Fremdkörper. Wir sind selber große Fragmente, aber doch interessant geordnete. Was ist das für ein Maßverhältnis, dass dieselben Zellen, die Stammzellen, ja, mal ein Herz, mal eine Niere, mal ein Auge ergeben, mal ein Hirn, ja? Und das kann das Leben, ja? Und insofern fürchte ich, soll man sich vor der Fragmentierung nicht fürchten, ja? Sondern es ist eine natürliche Strapazierung, ja? Wenn ich das Ganze postuliere, dann kann es mir passieren, dass es das Ganze gar nicht gibt. Wenn ich aber die Fragmente anerkenne, dann haben sie vielleicht eine Selbstregulation in sich, einen Geist in sich, der sie vereint. Je weniger Zwang ich ausübe, ja, je mehr kann sich etwas selber organisieren. Und dem zuzusehen, das ist die Tätigkeit der Chronisten oder der Autoren. Ich erzähle da jetzt nur etwas, was der Heiner Müller Ihnen hier genauso sagen würde, ja, was der Montaigne, ja, vertreten würde. Das heißt, es gibt hier, wie Sie vorhin von Hieronymus sagten, Brücken. Und nur diese Brücken sind die Literatur. Dass Autoren auf andere vertrauenswürdige Autoren vertrauen, ja, das verstärkt das Vertrauen. Und das ist das Einzige, was wir machen. Erzählen heißt gewissermaßen das Selbstvertrauen. Ja, der Geschichten wahrnehmen. Oder dass die Fragmente ein Ganzes sein könnten. Dass sie mindestens sozusagen wir nicht beurteilen können. Wir sind nicht die Herren darüber zu sagen, ob sie was Ganzes oder Fragment sind. Vielleicht ist ja ein Fragment ein Weltall für sich. Ja, ein Mikrokosmos. Sie haben eben, glaube ich, Ihre literarischen Ahnen oder Vorbilder oder Freunde, könnte man auch sagen, genannt. Montaigne, Heiner Müller und ich habe vorhin Kleist genannt. Ist das so irgendwie Ihr Absolut, das ist, wäre zum Beispiel eins der Dreiecke, nach denen man navigiert. Ja? Das sind ja Sterne, nach denen ein Schiff Musil haben wir noch vergessen. Musil ist natürlich ein ganz großer. Der gehört dann, wäre es kein Dreieck mehr, sondern ein... Es ist ein Vieleck. Es gibt viele Sterne stehen. Sie haben vorhin schon das ganz wichtige Stichwort genannt, Lebensläufe. Und der eine der beiden Bände der Chronik heißt ja Lebensläufe, also er hat den Titel dieses frühen Werks von Ihnen. Der erste Band heißt Basisgeschichten. Was ist Ihnen an der Vorstellung oder am Begriff des Lebenslaufes so wichtig? Ist es gewissermaßen diese subjektive, private, persönliche, eben gefühlsmäßige Seite der Lebensgeschichte? Sagen wir so, wir leben als Menschen in Lebensläufen. Nun, wir haben nichts anderes. Wenn es hochkommt, ist es 80 Jahre gewesen? Ja, früher immer. Ja. Das heißt, das ist eigentlich vom den wirklichen Geschehnissen ausgesehen kurz. Denn in Wirklichkeit ist meinetwegen die Stadt Rom, ja, weit, also 3000 Jahre alt. Die Sprache, die wir mit uns herumtragen und von der wir leben und der wir auch vertrauen, ist ja nun noch viel älter. Das heißt also, eigentlich ist es ein unrealistischer Standpunkt, so wie wir in die Lebensläufe eingezäunt sind. Aber wir ziehen alle Maßverhältnisse daraus. Was zu uns passt oder nicht passt, das messen wir aus den Erfahrungen eines Lebenslaufs. Und es ist sehr schwer, von den Eltern auf die Kinder die Erfahrungen eines Lebenslaufs in einen anderen zu transferieren. Das ist schwerer als jede Fremdsprache. Und von Müttern zu Töchtern noch schwieriger und von Söhnen zu Vätern zu Söhnen noch schwieriger, als wenn sie es über Kreuz versuchen. Also es ist gewissermaßen die Perspektive, aus der wir in die Welt schauen. Es ist eine enge, eine
wenn Sie so wollen, falsche, eine Froschperspektive. Mhm. Und gleichzeitig Froschkönig, wie Sie wissen, es ist die einzige, die wir haben. Ja? Und sie ist dadurch natürlich dann geadelt, ja? Wenn wir keine andere haben, die, an die wir glauben. Vieles, was man Nationalismus nennt oder Fundamentalismus, ist eigentlich nur der falsche Ausdruck der Tatsache, dass wir die Maßverhältnisse, in denen wir leben, in denen wir uns als Kinder meinetwegen die Treppe runtergefallen, ja, unsere ersten Erfahrungen gemacht haben, ja, in denen wir unter Schmerzen gelernt haben, unter Irrtum gelernt haben, ja, daran wollen wir festhalten. Das ist unser Acker der Erfahrung. Das ist ein Lebenslauf. Das ist auch ein Ausdruck, so wie Sie es jetzt darstellen, von Bescheidenheit gegenüber, Sie haben Fundamentalismus genannt oder Nationalismus, yeah, der überheblich ist, oder der Omnipotenz, total Omnipotenzansprüche, yeah, hat. Und der Lebenslauf ist die Beschränkung und die Anerkennung auch dieser Beschränkung. Es ist das Maßverhältnis, auf das wir gezimmert sind, unser Kammerton A. Immanuel Kant hat das einmal sehr schön beschrieben unter dem Stichwort Architektur der Vernunft. Und er sagt, hier haben jetzt die Menschen, stellt er verwundert fest, versucht in Babylon einen hohen Turm zu bauen, der für ihre Bedürfnisse gar nicht passt. Was sie brauchen, sind Häuser und Wohnungen ihrer Erfahrung. Im schlimmsten Fall Höhlen. Ja? Stattdessen bauen sie etwas unter Verwendung ihrer Omnipotenz. Dadurch missverstehen sie einander, notwendig, und werden zerstreut. Und das ist eigentlich eine Utopie, sagt er, das wieder zusammenzusammeln. Sie sprachen vorhin, was Autoren, Chronisten eigentlich tun. Was übrigens alle Großmütter von jeher getan haben, wenn sie Geschichten erzählen ihren Enkeln, was denn die Brüder Grimm wieder aufzeichnen und woraus die Märchen erhalten sind. Diese ganze Tradition des Erzählens, die zwischen Denken und meinetwegen Singen oder Tanzen steckt und eigentlich eine Diskursform der eigenen Art ist, eine Übertragung von Erfahrung enthält. Ja? Das aber, ist das. Aber einsammeln nicht, um jetzt wieder einen solchen hybriden, himmelragenden Turm zu bauen. Sondern sie hört ja keinem, ihnen wird niemand zuhören, wenn sie enzyklopädisch, wie man wegen Hegel sein Werk entwickelt, ja, anfangen zu erzählen. Das wäre ein Monolog. Das wäre allenfalls eine Vorlesung. Ja? Und erzählen ist zweiseitig. Braucht jemand Zuhörer und eigentlich muss der andere dann weitererzählen. Und das ist so wie eine Stafette gebaut. Ja? Und diese Art der maßvollen Kommunikation, die ist in den Lebensläufen beheimatet und in den Altersklassen beheimatet. Und da gibt es sogar eine Neugier der Jungen auf das, was die Alten wissen, ja, insgeheim, obwohl die Generationen sich nicht vertragen. Wie steht es mit Ihrem eigenen Lebenslauf? Hat er in irgendeiner Weise auch Eingang gefunden in diese Chronik der Gefühle? Das können Sie glauben, aber nicht direkt. Aber nicht verstehen direkt. Sie? Ich interessiere mich nicht so sehr dafür, was ich nun erlebe. Aber Sie können sicher sein, dass wenn ich über ein Konzentrationslager bei Halberstadt schreibe, Verschrottung durch Arbeit, ja, das ist in meinen Augen die ernsteste Geschichte im zweiten Band, dann habe ich das gesehen. Ja? Und zwar mit der Naivität eines Achtjährigen, ja, der sich über etwas wundert. Und es viele Jahre später überhaupt erst versteht. Oder wenn Sie Stalingrad nehmen, dann sitze ich sozusagen unter dem Tisch und die Gespräche der Eltern werden stiller. Und sie werden verhaltener und sie lassen Gedanken aus. Und ich darf es nicht wissen. Und dann werde ich neugierig. Und 40 Jahre später gehe ich der Sache nach. Sie verstehen, das ist nicht bewusste Erfahrungen des Lebenslaufs, die die wichtigsten sind. 40 Jahre später haben Sie, oder ungefähr, ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Schlachtbeschreibung, das ebenfalls in der Chronik der Gefühle Eingang gefunden hat. Und da geht es um diese Schlacht von Stalingrad, aber eben nicht um so, wie sie damals in der Propaganda oder wie sie vielleicht in den Geschichtsbüchern heute noch dargestellt wird, sondern wir erfahren, wie es da war, eingekesselt in dieser Stadt bei Kälte und Aussichtslosigkeit. Also man ist eigentlich mittendrin, wenn man diese Schlachtbeschreibung liest. Trotzdem die Frage, oder nicht trotzdem, aber einfach die Frage, warum kommen Sie immer wieder dahin zurück? Es fällt ja auf, auch bei den Lebensläufen, überall, es ist immer wieder der Rekurs auf das Dritte Reich, auf den Krieg und
Stalingrad so etwas wie die... Sagen wir so, der Ernstfall. Ja? Mhm. Für meinen Vater wäre das der Krieg von 1914-18 gewesen. Ja. Den kenne ich ja nun nicht. Ja? Und von 1939 bis 1945 ist es für meine Generation. Sie können das über den Vietnamkrieg, über Dien Bien Phu, ja, ganz genau so erzählen für einen Franzosen. Die Beispiele sind nicht das Wesentliche, sondern ich appelliere mal an das Kapitel, was hält freiwillige Taten zusammen? Das ist eine ganz generelle Frage, die ich habe. Und wenn Sie eine Truppe in die Eiswüste von Stalingrad schicken und Sie können sie nicht zurückholen, dann ist das genauso wie im Rolandslied, wenn der große Kaiser Karl seinen Helden Roland in die Nachhut schickt, ja, und ihn nicht schützen kann. Und er wird im Tal Roncesvalles umgebracht. Und wenn Sie den Schleier, ja, nicht zurückholen können, und ihnen kein Preis, der Preis immer zu teuer ist, um einen Mann ihrer Seite zurückzuholen rechtzeitig oder irgendetwas zu tun oder sich wenigstens so anzustrengen, ja, dass es glaubhaft ist, dass ihnen das Wichtigste ist, dann entsteht das, was man Felonie nennt, nämlich Untreue von oben. Mhm. Ja? Und das ist ein Dauerthema für mich. Ein Gemeinwesen sagt, ich vermag zu schützen, ich kann meine Leute zurückholen, aus dem Orbit oder wo immer, ja, und daraus folgt der freiwillige Gehorsam. Und wenn der gebrochen ist, und das kann ich nur am Ernstfällen zeigen, ja, dann ist sozusagen das Gemeinwesen zerstört. So wird durch Auschwitz eben nicht nur ein Menschheitsverbrechen, ein Genozid begangen, sondern ein Gemeinwesen wird zerstört. Das ist das, was Hochhuth dann zu seinem Stellvertreter veranlasst. Und an dieser Wunde, ja, müssen wir, wenn Sie so wollen, die müssen wir immer wieder öffnen. Mhm. Ja? Oder auch, wenn Sie jetzt gerade Auschwitz sagen, die schreckliche Tatsache, dass es dort diese Freiwilligkeit schon fast nicht mehr geben konnte, ja. Also man es sich nicht mehr leisten konnte, sich noch für andere einzusetzen oder zu helfen oder also diese ganz elementaren menschlichen Regungen überhaupt noch zu haben. Und da ist etwas ausgeschickt, ja, ein böser Auftrag ausgeschickt und wir können ihn nicht zurückholen. Und wenn wir die bösen Absichten, die es in der Menschheit ja gibt, ja, nicht so einfangen können, wenn wir Treue nicht durch Treue belohnen können, wenn wir, was wir aussenden, ja, nicht retten können im Notfall, dann versagt etwas. Nun glaube ich ja, dass man das könnte. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich an Unglück sozusagen glaube. Ja, ich glaube nur, dass bestimmte Organisationszustände wie die der 6. Armee. Ja, man hätte ja rechtzeitig einsehen müssen, dass die Schlacht verloren ist. Dann hätte man viele Menschen retten können. Man hätte überhaupt nie einen Grund gehabt. Ja. Ja? Oder den Krieg schon gar nicht. Also ich habe das mal mir so vorzustellen versucht, dass wenn so ein Soldat von dem, was er liebt, wo sein Acker ist, wo seine Familie ist, ja, wenn er das verlässt und er marschiert an eine Stelle der Weltkugel, ja, wo er nicht hingehört und wo er noch nie, da will er keinen Garten errichten, da will er nicht ein Haus haben, ja, er will gar nichts da. Wenn er also auf so unsinnige Posten gesetzt wird, ja, dann läuft ein Fuß von ihm nach rückwärts und einer nach vorwärts. Sowas muss misslingen. Das würde auch in umgekehrter Richtung misslingen. Das ist gewissermaßen die eine Lesart und die andere könnte doch auch sein, ein dauernder Appell an das Nicht-Vergessen, also an die Erinnerung, also ein Beharren auf Erinnerung. Und Sie haben einen Satz geschrieben, der in etwa so lautet, der Weg zur Emanzipation führt durch die Höllen der Vergangenheit. Also ohne Vergangenheit oder ohne Erinnerung gibt es keine Erlösung, keine Befreiung. So habe ich Sie den Satz gelesen. Sie können sagen, ich habe Schmerzen, also bin ich. Ja? Und wenn Sie das sagen, wenn Sie diese schmerzliche Erfahrung, ja, wahrnehmen, die Bitterkeit, dann wissen Sie, das ist auch ein Schatz. Ja? Denn ohne das lernt ein Mensch nicht. Ja? Ohne das macht er sich gemütlich. Lernt er? Bei Ihnen gibt es Lernprozesse mit tödlichem Ausgang. Gibt es welche, ja, mit glücklichem Ausgang, mit emanzipatorischem Ausgang? Da bin ich ja ganz sicher. Also es gibt auch Geschichten hierin, wo ich eine Fronttheatertruppe, ja, also die Soldaten unterhalten muss, damit sie wieder schießen, beschreibe. Und die wird gefangen genommen von der Roten Armee. Und wie Odysseus will sie nichts dringlicher als wieder heimkommen. Und 1951 über die Türkei kommt diese deutsche Theatertruppe wieder nach Deutschland und in Hessen an. Und aus diesem Anlass habe ich mal untersucht, was eigentlich die Künste sagen. Und da steckt auch mein Bekenntnis in diesem Zusammenhang, dass ich die 5. Akte der Oper, dass die immer grausam enden und zwar meist grausam gegen den Sopran,
Ja, es sterben sehr viel mehr Soprane als Tenöre oder Bässe in den Opern. Und das beschreibt ja etwas. Und da bin ich für Abrüstung. Ja, also eine Dramaturgie, ja, die diese Mord und Totschlag im fünften Akt vermeidet, müsste auch in der, unter wirklichen Verhältnissen einen Erfahrungszuwachs enthalten. Und ich glaube, dass alle Aufrüstungen, einschließlich des Raketenabwehrschilds, so viele Lücken haben, ja, dass man sie rechtzeitig abbauen kann. Dass das ganze Omnipotenzgefüge, ja, sei es, dass man in der Französischen Revolution meint, den neuen Menschen zu schaffen, sei es, dass man den Turm von Babel wieder neu baut oder an die Technologie in einer abstrakten Weise glaubt, ja, dann ist immer die Lücke zu bezeichnen durch uns Autoren, ja, wo das Ganze auch einsturzfähig ist. Nochmal zur Vergangenheit. In der Art und Weise, wie Sie erzählen, also die Schlachtbeschreibung von Stalingrad, die dann irgendwo endet in den 70er Jahren, im deutschen Herbst, wie er damals genannt wurde, oder Sie erzählen von Heiner Müller, der ein Stück schreiben wollte, das von Stalingrad bis zum Mauerfall reichte. Also das hat bei mir den Eindruck entstehen lassen, als gäbe es gar nichts Vergangenes, als wäre die Vergangenheit gewissermaßen, sie wirkt fort, sie ist allgegenwärtig. Und also Sie haben vorhin ja auch das Beispiel mit den Genen gebracht, da ist ja alles noch eigentlich drin. Entspricht das Ihrer Vorstellung von Geschichte und von Verhältnis? In dem Sinne sind wir eigentlich laufende Bücher und laufende Boten. Ja? Wir zeugen von einer gegenwärtigen Vergangenheit, nicht? Von einem Reichtum des Menschenwesens und der Natur. Ja? Und was geschieht denn, also wenn wir dieses Bewusstsein verlieren, wenn wir das aus den Augen verlieren? Dann ist meines Erachtens in uns etwas, was sich dagegen wehrt, ja? Und uns schon auf den rechten Weg bringt. Ja, man muss das manchmal herausschaufeln. Ja, nicht? Nun sind wir ja nicht Lebensretter der Gesellschaft, also als Autoren, wir sind nur Beobachter. Ja? Aber in dem Sinne ein aktiver Beobachter, dass wir wie Scouts, ja, dass wir sagen, hier sind Wege. Ja? Sie könnten statt Chronik Kartografie sagen. Ja? Dann wäre das auch ein Bild, das wir akzeptieren. Also zum Beispiel, wir sage ich jetzt, Heiner Müller nennt sich, ich bin ein Landvermesser, sagt er. Mhm. Ja? Wir fühlen uns so wie die Fußsoldaten des Aristoteles. Die liefen hinter den Armeen Alexanders bis zum Indus, bis zu den Quellen des Nils und haben jeden Meter, jede Parasange, wie die Griechen sagen, ja, des Erdbodens beschritten und nachgemessen. Aus Neugier, ja, und um es auf nicht-militärische Weise, ja, dem Menschen nahe zu bringen, ohne es zu erobern. Das ist eine ganz wichtige Frage, wie kann ich ohne die Allmachtsfantasien, ja, diesen wertvolle Allmacht der Menschen, dass sie so viel können, dass sie so viel in sich tragen, erhalten. Das ist eine gärtnerische Tätigkeit eigentlich, die man hat, wenn man beschreibt. Sie haben auch, ich glaube, im Vorwort der Chronik den Satz geschrieben, und der scheint mir auch in diese Richtung zu gehen, das ist ein Bild, die Bibliothek von Alexandria brennt für mich noch heute. Das ist etwas Bitteres, sehen Sie. Da waren alle Bücher der Antike einmal versammelt. Sehr viele Tragödien des Sophokles, die wir gar nicht kennen. Zum Beispiel der Tod, wie ist denn Odysseus gestorben? Ja? Die waren da vorhanden. Und dann wird durch einen Pöbelhaufen, ja, aufgewiegelt, fundamentalistisch beeinflusst, ja, diese Bibliothek angezündet, denn wir brauchen das nicht, wir brauchen keine Bücher. Und da bin ich traurig drüber. Man hört ja, dass auch die Arche Noah in Wirklichkeit kein Schiff oder Boot gewesen ist, sondern dass es eine Truhe mit Schriften war. Und die ging, die wurde gerettet. Die Tiere nur eine gewissermaßen Metapher. Metapher für Vielfalt. Mhm. Ja? Aber diese Vielfalt ist in Büchern festgehalten gewesen. Ich bin nicht wirklich ein Bücherwurm, denn ich bin ja in der Praxis auch tätig. Und wenn ich Filme mache, mache ich das nicht mit Büchern. Aber die Vertrauenswürdigkeit, die von Büchern ausgeht, die ist unübertroffen. Das ist das Einzige, was aus den Lebensläufen so herausführt, wie hier Ihr Mann aus der Orbis, ja, aus dem tellerartigen Welt des Ptolemäus hinausschaut, ja, zu den Sternen. Wären dann die Bücher und das, was sie enthalten, auch eine Art Ersatz für jenes Urvertrauen? Ich komme damit auf diesen Begriff, der bei Ihnen ganz wichtig ist und eine Textsammlung heißt, der lange Marsch des Urvertrauens.
von dem Sie sagen, dass wir alle damit ausgestattet waren, einmal als wir geboren wurden, und aber im Verlauf des Lebens merken mussten, dass es vielleicht ein Trugschluss war. Was hat es mit diesem Urvertrauen auf sich? Also uns Lebewesen, die wir in der Evolution übrig sind, nicht, ist ein Lernprozess offenkundig gelungen. Aus Versehen, wenn Sie wollen, aber es ist gelungen, dass wir nämlich in den ersten Tagen unseres Lebens, wenn wir das Gesicht der Mutter sehen, dafür ausgestattet sind, dass wir Vertrauen haben. Wir glauben, dass die Welt es gut mit uns meint. Objektiv weiß ich, dass meinetwegen der Gastkrieg in Verdun, ja, und ich brauche nicht weiteres aufzuzählen, es mit den Menschen nicht gut meint. Und dennoch lässt sich dieser Glaube, ja, dieser Kinderglaube der ersten drei Tage, eigentlich in uns nicht unterdrücken. Es ist ein Fund, ein wertvoller Schatz, der unser Überleben gewährleistet und gewissermaßen gegen alle Wahrscheinlichkeit, dieses Unwahrscheinliche, dass es mit den Menschen gut gemeint sei und dass Menschen es untereinander gut meinen, aufrechterhält, gegen alle Widerstände. Und ich glaube nicht, dass man das je im Leben verliert. Ja? Man ist krank, wenn man es verliert. Und das ist etwas, was mich so verblüfft, ja? Dass ich eben das 12. Kapitel so benannt habe. Und ich muss es mal an einem Beispiel erzählen. Es gibt eine Geschichte aus der Frühzeit des Films. Da wird ein Elefant in Coney Island, also am Jahrmarkt bei New York, hingerichtet, weil er drei Wärter umgebracht hat. Und es werden elektrische Elektroden an seinen Füßen befestigt. Er wird also aus dem elektrischen Stuhl hingerichtet, vor Publikum. Und Edisons Team hat das gefilmt im Jahr 1902. War ein sehr erfolgreicher Film. Das ist Massenmedium. Und jetzt der Berichterstatter hier, der glaubt, der wundert sich nicht darüber, dass das so passiert. Er empört sich auch nicht, weil er so weiß, wie ein Filmmedium Erfolge machen kann. Aber er glaubt gesehen zu haben, dass als der Elefant herangeführt wird, in seinem Auge Vertrauen gewesen sei. Jetzt ist ein doppeltes Missverständnis, denn wie soll so ein Laie, ja, kein Naturwissenschaftler, das Auge eines Elefanten beurteilen können? Der weiß doch gar nicht, welche Mimik das Auge eines Elefanten hat. Und über alle Irrtümer hinweg ist das hier die Geschichte des Urvertrauens, dass man noch, wenn man zum Tode geführt wird, ja, gläubig blickt und glaubt, ein Schutzengel wird mich retten. Ich glaube, dass das eines der wertvollsten Irrtümer, ja, ist. Und von dem leben wir lebenslänglich. Der Mann, der das im Auge des Elefanten gesehen hat, der sah sein eigenes Vertrauen so wahrscheinlich ist es. Im Auge so ist des es. Elefanten. Sie haben ganz am Anfang ja auf den Luftangriff auf Halberstadt angespielt und gesagt, wie Sie sich damals in dem Luftschutzkeller gefühlt haben. Das ist ja auch eine ähnliche Situation gewesen. Sie hatten offenbar zwar Angst, aber nicht das Gefühl, dass Ihnen wirklich etwas passieren Jetzt gibt es im Massachusetts Institute for Technology ein ganzes Stockwerk in dem Hochhaus, wo künstliche Intelligenz, Robo-Sapiens, erzeugt wird. Und das erzeugen sie mit einer Figur, die heißt Kismet. Und Kismet ist ein Roboter und ein Elektronenhirn, das antwortet auf das Gesicht seiner Lehrmeisterin, also seiner Mutter, ja, und lernt über die Chronik der ersten drei Tage eines Lebewesens, über Vertrauen, über Lächeln, über eigentlich die Einübung des Urvertrauens, lernt es, intelligent zu werden. Also Intelligenz entsteht, sagen diese hochgezüchteten Wissenschaftler, aus Solidarität, aus Nähe, aus Geselligkeit und aus Vertrauen. Und nicht aus Rechnen. Selbst für Rechner. Das wäre ja eigentlich, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben, etwas von den Dingen, und das scheint mir eine Frage auch zu sein, die durch das Buch hindurchgeht, nach den Dingen, die Bestand haben. Es ist eine Bilanz, also der Versuch, ja, der Bilanz fürs 21. Jahrhundert, also für die Kinder, ja, auch meine, ja, zusammenzusammeln, wo man eine Lehre der Auswege, ja, also, und die liegen in der Zeit verborgen. Es gibt im Griechischen doch die beiden Vorstellung von der Zeit, Kronos, das ist ein böser Gott, ja, der seine Kinder frisst. Und Zeus ist ihm nur entkommen, weil die Mutter des Zeus einen Balken in seinen Rachen rammt. Ja? Sonst frisst er alles und vernichtet die Zeit. Der andere Gott ist ein kleiner Zwergengott,
Der kleine Mann im Ohr, würden wir sagen, Kairos. Ja? Und der hat vorne eine Tolle, einen Schopf, wenn ich die packe, ja, habe ich Glück. Hinten hat er eine Glatze, ich rutsche ab, komme ich zu spät. Das ist der falsche Zeitpunkt. Das ist der falsche Zeitpunkt. Das ist der Gott des rechten Zeitpunkts. Mhm. Ja? Der ist auch trickreich, der kann auch täuschen. Ja? Aber er ist auch ein Glücksgott. Und dieser Kairos, ja, das ist das, was mich so gefesselt hat, diese ganz andere Art der Zeit, die Lücken hat, ja, für Menschen. Nochmal zum Urvertrauen. Irgendwann sehen wir ja dann auch im Verlauf des Lebens ein, dass es ein Stück weit ein Irrtum war, dass eben das Leben es nicht so gut meint mit uns, wie wir ursprünglich dachten. Und viele ihrer Figuren, die sie beschreiben, sind ja Menschen auf der Suche, Menschen, die, sie sagen einmal, ihren Platz auf der Welt suchen oder nach Orientierung suchen. Woher kann sie kommen? Wo ist das schöne Bild? Das möchte ich an dieser Stelle bringen. Sie bringen das Bild vom Leuchtturm in der Wüste. Also was kann für diese Menschen Leuchtturm in der Wüste sein? Das ist ja eine großstädtische Idee gewesen. Ein französischer Architekt der Revolutionsregierung 1792, der hat einen Leuchtturm entwickelt für Wanderer in der Wüste. Die Vorstellung ist eigentlich sehr 18. Jahrhundert, sehr zur Aufklärung gehörig, dass nämlich, wie Immanuel Kant sagt, da die Welt rund ist, müssen eigentlich alle Menschen einander begegnen. Und er sagt, auch durch die Wüsten hindurch, über die Ozeane hinweg, wandern sie, streben und dann treffen sie aufeinander und müssen einander Gastrecht gewähren. Und wenn sie das tun und sich nicht verirren, dann gibt es einen Fortschritt der Menschheit. Und in diesem Optimismus wird jetzt in Paris etwas gezeichnet, ein Modell eines Leuchtturms, der ein Leuchtfeuer hat, und irgendwo an der Wüste Sahara wird das Ding aufgestellt. Nun ist es ja ganz unwahrscheinlich, dass einer das findet, ja, von den vielen Wanderern, ja, die die Wüste durchwandern, ja, und unkundig sind, wird wohl keiner, ja, diese eine Säule finden. Und dennoch ist diese utopische Geste, ja, das ist so etwas wie ein Leuchtfeuer, wie eine Orientierung im Unmöglichen geben könne, in dem unter so viel Sandkörnern, ja. Und woher könnte es herkommen? Wo könnte diese Orientierung herkommen? Aus Irrtum. Der richtige Irrtum. Mit einer Straßenkarte von Groß-London den Harz durchwandern. Der Harz ist ein sehr wildes Gebirge. Mhm. Ja? Sie werden nicht sehr weit kommen. Sie werden Unfälle erleben, wenn Sie sich streng nach der Karte richten. Und jeder dieser Unfälle führt zu einem Lernprozess. Ja, und da liegt die Offenheit, ja, unserer Vernetzung. Das haben wir in unserem Hirn, ja, so vorbereitet, dass wir aus solchen Irrtümern permanent lernen. Einer davon ist das Urvertrauen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie in der Geschichte ganz besonders interessiert, die Brüche, die Katastrophe, wenn man so will, eben 14, 18, 45, 89, da wo etwas zu Ende geht, Verfallserscheinungen der Macht, wo etwas, die Reiche implodieren, wie Sie sagen, im Innern der Menschen und etwas Neues entsteht. Und das sind ja eigentlich die Augenblicke, die Sie auch in den Geschichten, in den Lebensläufen immer wieder beschrieben, wo wir ganz besonders Bedürfnis oder Not haben nach solcher Orientierung, wo wir neue Programme für unser Leben, eine neue Richtung für unser Leben suchen müssen. Wie sollen Menschen das schaffen? Ich habe zwei Vorfahren, meinen Vater, meine Mutter, und die sind ja nun wieder vernetzt. Ja? Die sagen was Verschiedenes zu mir. Die eine, ja, meine Mutter, hat sehr gern gelacht. Eine Spezialistin des Zwerchfells, und ich lache auch gerne. Und diese Grotesken, die es in der Welt gibt, die sind in solchen Ernstfallsituationen besonders stark. Und mein Vater ist für diese Ernsthaftigkeit wieder zuständig, ja? Dass ich sage, ich darf vom Ernstfall mich nicht lösen. Die schlimmsten Annahmen, ja, die muss ich aushalten können. Und daran muss ich festhalten und schreiben. Es ist nicht Lust, ich bin nicht kriegerisch persönlich. Ja? Glaube aber, dass wenn so etwas Menschen machen können wie 1914 oder 1939 bis 1945, oder in der Gegenwart geht das ja weiter in Afghanistan und überall, dann muss ich da an der Wunde entlang, an der Widerstandslinie entlang, an dem, was ich nicht mag, ja, muss ich Geschichten erzählen. Und Gott sei Dank ist ja nochmal die Seite der Mutter da.
es ist so grotesk, ja, was für Komik dann auch verborgen ist, ja, inmitten dieser Ernstfälle. Wie wenig ernst zu nehmen, ja, die Katastrophen und die Macht in Wirklichkeit ist. Diese beiden Seiten, halten die sich in Ihnen jetzt persönlich irgendwie die Waage durch Ihr Leben hindurch? Sagen wir mal so, das sind das Trapez, ja, nicht? Und ich kann nach links oder nach rechts runterfallen. Aber eigentlich bin ich so wie in einem Zirkus, ja, da tätig, ja, in dem ich Gleichgewicht halte. Es gibt nicht das eine will ich und das andere will ich nicht, ja, sondern ich muss Gleichgewicht halten. Ich kann meine Mutter und meinen Vater nicht normal ausbalancieren, ja. Ich muss Balance halten zwischen ihnen. Herr Kluge, wir kommen langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Sie haben das Stichwort, auf das ich noch kommen wollte, bereits genannt, nämlich die Eröffnungsbilanz des 21. Jahrhunderts. Unter diesem Titel sind sehr viele Besprechungen Ihres Buches auch gelaufen. Und zieht man ja eigentlich Bilanz meistens rückblickend. Und Sie haben jetzt gewissermaßen prospektiv eine Bilanz gezogen. Was würden Sie festhalten in dieser, ganz kurz gesagt, in dieser Eröffnungsbilanz für das neue Jahrhundert oder Jahrtausend, je nachdem? Ich würde erstens meinen, dass wir alle unterbewerteten Gefühle, die wir als böse, als schlecht oder verteufeln oder alle Irrtümer, ja, einbeziehen müssen, ja, weil nur unser guter Wille reicht nicht und er hat auch allzu viele Anteile an Omnipotenz-Fantasien. Also wir müssen die Sortierung unserer Gefühle ändern, Trägheit, also unterschätzte Gefühle einbeziehen. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir die Zeitmaße, also ausgehend vom Lebenslauf, von der uns möglichen Froschperspektive und den Maßverhältnissen, die wir persönlich haben, die wir anerkennen, müssen wir dennoch, so wie Ihr Mensch hier aus dem Orbis herausguckt, ja, etwas bewaffneter als er, ja, etwas gemeinsamer als er, über die Horizont hinaus gucken und Perspektiven wie 3.000, 6.000 Jahre, ja, einbeziehen, weil alle wesentlichen Eigenschaften älter sind, als wir meinen und gleichmäßiger sind, als wir meinen. Das Dritte ist, wir müssen in der subjektiven Seite die Härte, den Beton in uns, ja, ernst nehmen. Es gibt Gefühle, die sich überhaupt nie ändern und jeder, der gegen die arbeitet oder sie leugnet oder nicht nutzt, ja, macht einen groben Fehler. Ja? Wir müssen den Ernsthaftigkeit und die Macht dieser subjektiven Seite studieren und durch Vergleich, durch Navigation, ja, damit umzugehen lernen. Nicht sie zu beherrschen. Gefühle sind nichts, was man beherrschen kann, ja? Sondern was selber lebt und stärker ist als jede Börse. Herr Kluge, herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Lust bekommen haben, sich auf das Abenteuer von Alexander Kluges Opus Magnum einzulassen, hier noch einmal die genauen Angaben. Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, Band 1 Basisgeschichten, Band 2 Lebensläufe, erschienen im Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2000. Wenn Sie dieses Gespräch auf Video beziehen möchten, schreiben Sie uns. Schweizer Fernsehen DRS, Redaktion Sternstunden, 8052 Zürich. Weitere Hinweise zu unserer Sendung finden Sie auf unserer Internetseite und zwar unter www.sternstunde.ch. Heute in einer Woche brechen wir zu einem Abenteuer ganz anderer Art auf. Der Literaturwissenschaftler und Kulturphilosoph Dietrich Schwanitz entführt uns in die Welt der Männer und erklärt, warum Männer so ganz anders sind als Frauen. Bevor Erich Grasdorf Sie nun in die Welt des Architekten Peter Zumthor entführt, hören Sie noch ein musikalisches Intermezzo.